So, ich bin ja in New York und jetzt geht's zum Basketballspiel nach Brooklyn. Ich verrate noch nicht, wer spielt. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Times Square und dort steige ich in eine Bahn ein. Und ich nehme euch einfach mal mit. Hinter mir ist mein Hotel. Und schau dir auch das Video gerne an vom Hotel. Da stelle ich dir das mal einfach vor. Und ja, ich bin das erste Mal zum Basketball auch so. Also ich freue mich. Ich muss mir natürlich jetzt noch ein Ticket holen. Also ab zum Automat und schauen wir einfach mal. So sieht der Automat aus. Also ich habe auf Englisch geklickt und da muss ich jetzt auf Fast. 9 Dollar plus 1 Dollar Karte, also 10 Dollar draufklicken und dann kann ich für 9 Dollar fahren. Und das machen wir mit Kreditkarte. Und dann müssen wir die jetzt da unten reinschieben und dann sehen wir uns dann wieder. So, und dann habe ich hier meine Karte. So, das Kleinigkeit, da stand dann gerade auch irgendwo ein Warnhinweis, dass man keine Dollar tauschen soll oder so. Und kurz vorher hat mich sofort eine Frau angesprochen, die wollte irgendwas mit Dollar oder so tauschen. Und aber ich sage immer nein, wenn ich irgendwo bin. Und ignoriere die ganzen Leute, die immer betteln oder irgendwas davon einen wollen. Weil meistens wollen sie ja nichts Gutes von einem. Und jetzt geht's ab Richtung Q. Natürlich habe ich auch hier die Maske auf und der nächste Halt müsste im Brooklyn sein.
So, und schon sind wir am Barclays Center. Ich habe einfach mal ein paar Eindrücke der Fahrt eingefangen und ja, 35 Minuten oder so passt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal um. Ich war ja auch schon mal. Ja. Es ist heute auch richtig warm. Zwei Tage nur Regen. Regen und kalt. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich war hier ja schon mal, aber ja, man könnte es noch ein bisschen besser ausschildern, glaube ich. Da ich ja sehr früh da bin, brauche ich auch keinen Fans hinterherlaufen. Und ja, Eis gibt es ja auch. So, mal schauen, hinter mir jetzt die Sonne, nicht ganz optimal. Hier ist auch Guitar Center, Target, Supermärkte und hier war ich auch schon irgendwo mal hingelaufen. Ich bin ja jetzt schon das vierte Mal, glaube ich, in New York und aber das erste Mal so ein Basketball. Das ist sehr nice. Aber ich glaube, da ist auch noch gar nichts los. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder beziehungsweise ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, noch ein paar Geschäfte unsicher zu machen. Zum Beispiel jetzt Best Buy noch gucken, ob ich noch einen Akku finde oder ein bisschen Zubehör für meine Kamera. So, dann gehen wir jetzt in den Shop in. So. So ein typischer Shop. Es riecht sehr, sehr gut. Hier gibt es auch Fried Chicken. Oh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, da hole ich mir gleich was. Beziehungsweise, die haben die auch. Ja, ungefähr, die haben die noch nichts hier so. Heute mal ein bisschen schneller hier gedreht und ich werde auf jeden Fall was zu trinken haben. Vielleicht haben die auch noch was anderes am Buffet oder so, aber diese Fried Chicken Teile sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Nachdem ich ja doch in Paris so abgefuckt bin von Kentucky Fried Chicken, ach nee, ekeliger Laden, zweimal richtig reingefallen. Natürlich haben wir auch Kuchen, ne? Also Kuchen haben wir auch. Ihr seht so, ich mache jetzt einfach mal One Cut und drehe euch einfach mal ein bisschen. Oh, Muffins dürfen wir auch nicht fehlen. Was wollt ihr noch sehen? Das wäre jetzt die Frage. Ich drehe euch auch immer um, weil so kann ich mit euch sprechen vernünftig. Andersrum ist das Mikrofon irgendwie echt doof. Also, dann schauen wir einfach mal. No.
Okay, was zu trinken habe ich hier vorne gefunden. Kann ich euch auch mal mitnehmen. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Manchmal gibt es Shops, die haben echt viele Geschmacksrichtungen. Natürlich haben wir das in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und Fanta auch natürlich. Ne? Coca-Cola, Sprite Zero, Dr. Pepper, Fanta Mini, Sprite Mini, Dream World Cola. Keine Ahnung, was der Dream World. Na. Irgendwas ist das. Habe ich schon ein paar Plakate gesehen. So, mal gucken, irgendwas nehme ich jetzt mit. Chips im Spiel dürfen ja auch nicht viel, ne? Aber 11,29 ist eine Box, 18 kleine Tüten. Boah. Oh, die sind geil. Die sind lecker. Die salzig süßen. Man kam sofort rein, Taschen wurden kontrolliert, man musste halt durch so einen Scanner gehen und dann war es okay. Und ich bin mal gespannt, ich freue mich. Gegessen habe ich gerade schon draußen getrunken, also mal schauen, ob ich mir was hole. Keine Ahnung, das ist interessant, was ist das denn? Das schauen wir uns mal an, oder? Was ist das denn? Please, hä? Keine Ahnung, du gehst hier irgendwie rein und wieder raus und bezahlst. Interessant. Was haben wir noch? Ah, da vorne den Shop wollte ich nochmal anschauen. Es sind nur drei Leute gerade hier. Einlass ist 18 Uhr. Spielbeginn 19.30 Uhr. Nur Deutsche da, ich schwöre. So viel Deutsch, wie ich jetzt gerade hier gehört habe, unfassbar. Gerade hinter mir, überall. Ein paar Kinder gerade, echt lustig.
So, nachdem ich hier im Souvenirshop unterwegs war, endlich das Basketballspiel. Ich mach mal die Musik aus, weil Copyright Strikes und so weiter. Es war ein cooles Spiel. Die Halle war nicht voll und es gab auch immer mal wieder Leute, die sich neben mich gesetzt haben und dann auf einmal wieder abgehauen sind und so. Also die überhaupt keinen Bock hatten, da irgendwie das Spiel anzuschauen oder so, vielleicht Freikarten oder so. Ich saß ziemlich weit oben, aber es war trotzdem ein schöner Tag. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn ihr euch so ein Ticket holt für, ich weiß gar nicht wie viel, habe ich $50 bezahlt oder so. Es gab ein Problem, wenn du das erste Mal dorthin gehst oder so. Es gibt diese Karten wohl nur mit der App. Also, du kannst die Karten bestellen im Internet. Also, ich habe die auf jeden Fall bestellt im Internet vorher, bevor ich nach Amerika gereist bin. Und dann wollte ich dann halt diesen QR-Code haben oder keine Ahnung was. Und das ging einfach alles nicht. Ich musste dann halt wirklich mein Apple-Konto im App-Store ändern auf Amerika. Und dann konnte ich erst diese App runterladen für diese Veranstaltungshalle und konnte dann dieses Ticket oder so importieren oder so. Und das war echt doof oder so. Ich hatte dann echt Probleme auch mit anderen Abos von Apple und so. Dann musste ich das wieder umstellen und so. Aber eigentlich habe ich ein deutsches Apple-Konto und war dann halt schon alles sehr, sehr lustig. Ich habe echt anderthalb Stunden oder so gefuchtelt hin, einmal hin und einmal wieder zurück und so weiter. Aber das Spiel war soweit echt cool. Werde ich öfters mal machen und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, was soll ich euch noch sagen? Es war einfach ein schöner Tag und ich liebe mittlerweile New York. Ja, Times Square ist schon echt laut und so, aber New York hat auch ruhigere Ecken und so. Einfach mal so ein Basketballspiel zu erleben, vielleicht auch mal ein paar Meisterschaften und so. Und lasst gerne ein Abo da. Es ist so, dass ich ich weiß gar nicht, eine der beiden Mannschaften habe ich auf jeden Fall in San Francisco nochmal getroffen. 3 Wochen später und bin dort Market Street lang gelaufen und die sind alle aus dem Hotel rausgekommen. Voll lustig. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Miami Heat, glaube ich, war das. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr wissen willst über mich, wie ich mein Geld verdiene im Internet und wie ich um die Welt reise. Und ciao.